Wie kriegst du jetzt noch sauberes, dreckiges Wasser? Hier ist kein... Egal. Mach ein Blueprint von der ganzen Sache hier. Und dann passt das schon irgendwie. Jetzt abbrechen. So, noch ein Blueprint davon. Und setzt das dann hier unten hin. Da. Und kriegst noch Strom. So. Dazu müsste das da oben allerdings erstmal alles abgerissen werden. Brüpp, 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 brüpp. Und die da müssten leer gemacht werden. Da helfe ich ein bisschen mit. Das ist okay. Piep. So. Dann hätten wir das Stromding da schon mal ansatzweise behoben. Wobei wir dann wieder mehr Kohle verbrauchen und. Es wurde auch vorgeschlagen, dass ich die Kohle Brikettfertigung, die hier, dass ich hier abreiße und oben beim Kohlefeld hinsetze. Damit die Roboter nicht die Kohle selber fliegen müssen, was ja recht lange dauert und recht viel Leerfliege ist, sondern nur die Dinger hier. Also wesentlich seltener. Das macht Sinn. Werde ich demnächst dann also wohl machen. Muss nur gucken, dass wir das alles hier einigermaßen zeitig hinbekommen. Ihr seid alle schon richtig eingestellt? Ja, seid ihr. Ein Fast Long Handed Inserter fehlt. Und wir haben viel zu viel Zeug auf dem Boden. So. Ja, sehr schön. Läuft schon alles, wie es arbeiten soll. Problem ist nur, dass wir hier keine Robo-Abdeckung haben. Und ich habe auch gleich keinen Roboport mehr auf Tasche. Nö. Das heißt, es fehlt momentan Gestein im System. Was ja nicht so super schlimm ist. Dann werfe ich kurz mein Gestein oben in die Kisten und dann ist gut. Jupp. Das sieht echt voll aus hier. Es ist aber nur bedingt. Das ist ganz schön viel Landfill. Bitte gib mir einen Water Gun. So. Ja. Ja. Wenn ich das hier abreiße, muss ich das schnell machen. Ich glaube, ich baue lieber erstmal einen Roboport, schließe das hier an. Damit der Gerogon in der Zukunft nicht meckert, dass wir plötzlich keine Steine mehr haben. Und die hier transportiere ich einfach kurz ein bisschen hin und her. Passt das schon. Müssen die Roboter nicht zigtausendmal fliegen. So, Steam-Gedöns-Geschichte. Da. Hier? Da. Was fehlt? Diese komischen blauen Dinger wieder. Komische blauen Dinger sind da. Wir haben von zwei Seiten angegriffen, das ist nicht so schön. Da. Und ich brauche unbedingt hier so eine Aux Station. So. Und mehr Wasser, ja. Wobei, das Wasser scheint zu reichen. Vielleicht doch einfach nur eine Pumpe? Also nicht so eine Pumpe, so eine Pumppumpe. Die das Ganze in die richtige Richtung drückt. Und was waren die jetzt nochmal? Da, Small Pump. Wenn ich fast gar nichts macht. Die Forschung gucken wir uns gleich mal an. Mhm. Wir könnten aber besser Rohre nutzen. Na gut, momentan läuft das so, wie es laufen soll. Bitte stell her. Jetzt die hier, richtig? Ich hätte gerne braune Chips mehr. Und die hätten eigentlich schon überall bei mir im Inventar sein müssen. Also irgendwas ist mit der braunen Chip-Produktion nicht okay, sonst hätte ich 200 vorrätig. Können wir mal. Das ist aber zu langsam. Weil
Draht nicht schnell genug hergestellt wird. Das sieht schon besser aus. Aber das ist immer noch nicht schnell genug. So. Besser. Immer noch nicht gut genug. Okay, wir brauchen ein lila Ärmchen. Und dann bräuchten wir eigentlich noch ein lila Ärmchen da oben. Die waren Schweine teuer. Brauchen Titanium-Gedöns. Titanium-Gedöns? Ich würde gern. Wie ist genau? Achso, das Titanium-Bearing, wie auch immer. Das mussten wir wo ganz anders herstellen. Das war da hinten. Gib mir die da. Mach zwei super schnelle Ärmchen. So, du gehst hier und tust Kupfer da rein. Und du hättest gerne nicht immer nur 200, sondern ruhig 400, damit wir einen größeren Puffer hier haben. Und dann müsste das mit dem Draht kein Problem sein. Okay, wie ist mit den Holzbrettern? Sind eigentlich meist genug vorrätig. Aber meist genug halb reicht mir nicht. Ich mach das mal alles schneller hier. Und... Naja. Geh dahin, bau währenddessen jetzt die Daten. Es hakt immer noch. Hakt beim Rauslegen? Nein, hakt beim Reinlegen. Dann mach... Super schnell... reinlegen. Das sieht flüssig aus. Wir bräuchten wahrscheinlich einfach nur dieses Ärmchenkiste Ärmchen eine Stufe höher. Das wäre das da. Ja, machen wir. Gut. Das läuft hier also auch schon mal schneller. Rote Tränke, grüne Tränke, war soweit okay. Blaue Tränke. Brauche ich eine zweite Fabrik. Das war soweit okay. Bauen und Kapazitor. Wir brauchen unbedingt eine zweite Fabrik für die Brown Chips. Das geht so gar nicht. Was allerdings problematisch ist. Stimmt, ich wollte das Ganze hier kopieren, ne? Ich wollte das ganze Ding hier nehmen und kopieren. Uff. Da... brauche ich erstmal Fabriken, die Kisten herstellen. Mach mal hier oben irgendwo. Blub, blub, blub. So. So. Achso, wie war es mit den Ärmchen? Ja, mache ich gleich. Mit den Blueprints. Das nehmen wir jetzt ein Blueprint. Wie mache ich den nochmal leer? So. Tada! Standard Blueprint. Blau ist oben links. Und wenn ich es runterdrehe, ist blau unten rechts. Und das ist auch richtig rum so. Genau, das ist unser neues Standardding. So, du stellst jetzt bitte her. Stahlkisten. Du stellst bitte her. Intelligente Kisten. Das heißt, du brauchst nur Stahl. Dich beschränken wir auf ein Stack. Du brauchst Stahl und Brown Chips. Also Shift rechts, Shift links. Und. Brown Chips. Und jetzt kommen hier drei Fabriken hin: einmal für gelb, einmal für rot, einmal für blau. Oh, lila. Ja, okay. So. Also lila. Rot, blau und gelb. Wir brauchen alle dasselbe, richtig? Ja. Also Smart, Chest und weiße Chips. Schon teuer ist, aber gut. Und Smart Chest. Keine 50 Stück, bitte. So. Sollte jetzt reichen. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Und Beschränkungen nicht vergessen. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift
links, Shift links. Also überall immer eins decken wir. Gut. Jetzt müsstet ihr ja eigentlich alle schön am Arbeiten sein. Eigentlich. Du hast keine Stahlkisten? Achso, weil du Stahl anforderst und keine Stahlkisten. Das ist okay. Ja, damit. Wobei ich auch hier einfach so machen könnte, richtig? Ja, warte. So. Ja, das ist okay. Oh, du, stimmt, du brauchst trotzdem eine blaue Kiste für die braunen Chips. Das habe ich ganz vergessen. Braunen Chips. So. Und du kriegst jetzt braunen Chips und dann arbeitest du auch. Ja. Gut, das heißt, das hätten wir auch abgedeckt. Das heißt, wir können jetzt besser mit den Blueprints arbeiten. Setz bitte auch ganz viele Akkus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein. Oh, stimmt, noch eine Sache, die ich auch verblueprintisieren sollte. Und zwar einmal dich. Jo. Und ich muss die Sache einfach in die Kiste schmeißen. So. Und genauso auch die Solarpanels. Wobei ich auch das automatisieren sollte. Sowohl die MK1 als auch die MK2 von den Solarpanels und von den Akkus. Was ist mit euch los? Ihr seid voll. Ernsthaft? Das geht nicht. Das kann nicht sein. Mir die Kisten. So, Roboter, ihr seid jetzt alle ausgelastet. Was bedeutet, ich brauche wieder mehr Roboter. Oder bessere Roboter. Was wieder eine Forschungssache ist. Ja. Gut, was noch? Türme sollte ich weiterbauen. Das heißt, 5 davon. Und es mangelt wieder an den blauen komischen Dingern. Dafür hatten wir mal einen Außenposten. Den haben wir aber abgerissen. Genau. Hier beim Unicom-Zeug. Wie schaut es hier oben aus? Steht hier noch was? Ah, du stehst noch. Für ganz, ganz, ganz viel von dem Zeug. Was wir gar nicht in dem Ausmaß brauchen. Schmeiß das mal auf den Boden. Schmeiß das mal auf den Boden. Und heb dafür. Oh. Gib mir. Okay, bau. Nein. Oh, so haben wir Platz. Okay. Mit den da und den da und den da. Dann holen wir jetzt das Restliche davon ab. Reißen den Außenposten ab, dann haben wir doch da genug Türme wieder auf Tasche. Hallo. So, die Forschung war durch für die Ärmchen. Das heißt, die Geschichte mit dem Draht sollte jetzt auch flüssiger laufen. Allgemein sollte das alles flüssiger laufen. Und ich habe die Türme hier ganz vergessen. Ein Force Field Tool. Use on a Force Field Emitter. Wo baue ich einen Force Field Emitter? Das ist ein Force Field Emitter. Okay, also baue ein Force Field Emitter. Lila Kiste ist gut. Tu in. Nicht ernsthaft, die Roboter kommen nicht hinterher. Ach du Scheiße. Okay. Wir haben zu viel Zeug. Weißt du was? Machen wir wieder alles leer. Alles weg. Alles weg. Okay, jetzt lass mich neu auffüllen. Nee, keine Lieder davon. Kein gutes Lied. So. Das ist uns echt zu viel. Genau, baue jetzt einfach nur die Türme. Die hätte ich gerne vorrätig. So viele, wie ihr da habt. Dann kommt gleich der Force Field Emitter. Und sobald der Force Field Emitter da ist, brauche ich einen von denen wahrscheinlich. Also mindestens einen. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Frage ist dann auch, wo baut man in die Mitte hin? Ist der dann Teil der Mauer oder ist der irgendwo hinten?
Fragen über Fragen. Aber testen wir da einfach aus. Oh, ist ganz schön viel Kleinkram. Ach genau, jetzt habe ich ja mehr als genug Platz, um oben das nicht nochmal Speed schneller, damit ich schneller nach oben komme. Jetzt kann ich oben mir die Sachen hier abreißen und abholen. Also einmal die ganze Kiste und das Zeug.